Willkommen Leute zu einem neuen Video von Bastler Garage. Heute baue ich in einem Mercedes E190 W201 eine Wasserpumpe ein. Ich habe schon mal was vorbereitet. Habe ich bei dem Wagen so viel wie möglich abgebaut. Die Wasserpumpe ist irgendwo, lässt sie Wasser durch. Ich habe hier den Schlauch abgemacht, den Hauptschlauch habe ich abgemacht. Ich habe hier den oberen Schlauch abgemacht, Radiator und den Kühler weggenommen, Lüfter. Die Lichtmaschine habe ich abgebaut. Ich zeige es euch wieder, nachdem ich das wieder einbaue. Das Abbauen ist eigentlich ziemlich leicht. Auf der Wasserpumpe, auf den Rädern, auf dem Sensor und so weiter. Da gibt es ein kleines Problemchen, aber zeige ich später nochmal, wenn ich das wieder zusammenbaue. Dann müsste man 30er Torx-Schräubchen am besten mit einem Schlagschrauber rausdrehen, weil sich alles mitdreht und ist uns super schwer zu handeln. Auf jeden Fall bin ich jetzt so weit, dass ich jetzt die Schrauben an der Wasserpumpe lösen werde und die Wasserpumpe dann abziehen werde. Aber das machen wir zusammen. So, ich löse jetzt nacheinander die Schrauben. Die ersten drei habe ich gelöst. Und zwar, die sind alle unterschiedlich lang. Ich stelle sie mir so hier vorne drauf, so wie ich sie da gerade rausnehme. Damit ich wieder später keine großen Probleme habe bei der Rückmontage. Können wir die hier vorne hinstellen? So, die kann man nämlich von hier. Unten rechts. Wie man sieht, tropft es immer weiter, obwohl ich noch nicht. Also es läuft nicht aus der Dichtung. Irgendwo scheint es kaputt zu sein. Hier ist auch schon. Diese Schraube ist übrigens bemerkenswert verrostet. Also anscheinend ist das sogar noch die allererste Wasserpumpe. Oh, die ist aber sehr lang. Noch sehr verkalkt und sehr verrostet. Jetzt kommt er einmal hier runter. Wir lösen mal die Wasserpumpe. Hier ist die Wasserpumpe. Oha. So, man sieht hier dran, dass es tatsächlich noch die erste Wasserpumpe ist, denn der Mercedes ist von 87. Und ja, hat aber gut gehalten. Das ist eine SKF-Wasserpumpe. Und es scheint, als würde hier vorne irgendwo. Moment, es müsste ja doch von da oder von hier irgendwo müsste es die ganze Zeit das Wasser rauslaufen. So. So, die neue Wasserpumpe habe ich jetzt draufgesetzt. Mit der Dichtung dazwischen. Hier gab es drei neue Schrauben da unten. Jetzt ziehe ich einfach alle Schrauben mal an. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich alle Schrauben festgemacht. Wir können jetzt einfach anfangen, alles wieder zusammenzubauen. Danach nochmal alles reinigen, nochmal kontrollieren, ob alles fest sitzt. Und das war's, dann ist es fertig. So, jetzt habe ich als nächstes die Lichtmaschine dran gemacht. Hier unten ist ein Bolzen. Der wird hinten mit einer Mutter befestigt. So. So, dann ist die Lichtmaschine schon mal dran. Dann ziehe ich gleich alle Schrauben, die bis hierhin ich dran gemacht habe, ziehe ich alle an. Mache nochmal alles trocken und sauber. Dann fange ich an, hier vorne das Ding drauf zu setzen. Die Lichtmaschine ist fertig, die Schrauben sind alle fest. Jetzt kommt dieser Sensor dran. Den Anschluss habe ich schon dran gemacht. Und jetzt so hier so drauf. Und jeweils mit den paar Achtern festmachen. Als nächstes kommt hier diese Rolle drauf. So, da kommt sie so hier rein. Jetzt habe ich auch schon den Gurt
eingebaut und hier vorne gespannt. Ich habe einfach mit dem Schraubenzieher zwischen der Schraube und dem Spanner, genau hier vorne, bin ich reingegangen und habe das Ding runtergezogen. Und dann konnte ich den Gurt spannen. Ja, die neue Wasserpumpe ist drin, sieht man. Jetzt kommt nur noch die Visco-Kupplung, diese Umrandung, der Kühler, die Schläuche. Ja, das ist eigentlich simpel, super simpel. So, ich möchte mich jetzt verabschieden. Der Mercedes fährt wieder. Der hat auch wieder Temperatur. Und ich habe einmal das System einmal gespült und dann blaue Kühlflüssigkeit da reingefüllt, entlüftet. Wunderbar, alles funktioniert. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet wieder ein. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.